Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, Service, Nachrichten und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. In diesem wie kurzen Video geht es um eine Sache, nämlich wie du Geld sparst, wenn du dir ein Tesla Model 3 kaufen willst, im Speziellen ein Tesla Model 3 Performance. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, in den letzten Videos hatte ich das Thema angeschnitten, dass das Performance-Modell jetzt deutlich günstiger geworden ist im Vergleich zu seinem früheren Preis. Aktuell kostet es nur noch 4.000 Euro mehr, als wenn du ein Modell mit maximaler Reichweite kaufen würdest. Ich zeige dir jetzt, wie du zusätzlich noch 1.980 Euro sparen kannst. Allerdings muss ich dir sagen, vorher aufgrund meiner Erfahrung mit dem Heckantrieb, das Video habe ich euch ja gezeigt, wie man günstig den Heckantrieb bekommt mit der maximalen Reichweite, dass das Ganze nicht ohne ist. Also das heißt, du wirst wahrscheinlich etwas Zeit investieren müssen und dieses spezielle Model 3 Performance, was du bestellen kannst, hat auch eine andere Ausstattung. Insofern gucken wir uns mal kurz an, was für eine Ausstattung das normale Model 3 Performance hat. Das normale Model 3 Performance ist hier in der Standardausstattung Pearl White, also Perlweiß, und hat die 20 Zoll Performance Felgen, es hat die Performance Bremsen, es hat einen Carbon Spoiler, es hat ein tiefer gelegtes Fahrwerk. Das ist je nachdem, wo du wohnst, wirklich ein Thema, denn das Fahrwerk ist 1 cm tiefer als das normale. Das heißt nicht 14 cm Bodenfreiheit, sondern 13. Und aus meiner Erfahrung mit dem Model S kann ich dir sagen, ich habe ein Model S mit einer Bodenfreiheit von 14 cm. Allerdings ist natürlich der Radstand auch 8 cm größer als beim Model 3. Insofern, je nachdem, wo man lang fährt, kann das durchaus auch im Parkhaus mal ein Problem sein, dass man aufsetzt mit dem Boden, wenn die Bodenfreiheit reduziert ist. Zudem ist natürlich aufgrund der höheren, also der größeren Reifen auch der Verbrauch höher. Das heißt, die Reichweite hier beim Model 3 Performance ist bei 530 km WLTP von maximaler Reichweite bei 560, also 30 km Unterschied. Ein Großteil, so die Analysen von Björn Nyland, einem bekannten YouTuber aus Norwegen, sind wohl die Reifen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch eine größere Motorisierung. So, was ist jetzt der Hintergrund dieser Sparaktion? Ich hatte gehört, dass in Amerika die Möglichkeit besteht, über das Telefon, also telefonisch, ein Model 3 Performance zu bestellen, was kein Performance-Modell von der Hardware her ist. Also das heißt im Prinzip, du kriegst ein Model 3 mit der maximalen Reichweite, aber mit den Fahrleistungen des Model 3 Performance. Fahrleistung mit einem kleinen Sternchen, es kann durchaus sein, dass die Höchstgeschwindigkeit hier nicht auf 261 km pro Stunde dann freigeschaltet wird, weil du keinen Carbon-Spoiler hast, aber soweit ich weiß, kann man den Carbon-Spoiler auch extra nachkaufen. Aber das heißt, wenn du telefonisch, das ist jemand auch in Deutschland hier möglich, das Model 3 maximale Reichweite bestellst mit dem Performance-Upgrade sozusagen, dann wird der Motor entsprechend freigeschaltet, sodass du dann innerhalb von 3,4 Sekunden auf 100 kommst. Denn da gibt es auch Gerüchte, es ist also nicht hundertprozentig klar, was da nun eigentlich wirklich ist. Einige sagen, die Hardware ist gleich von den Motoren, andere sagen wiederum, es ist ein größerer Inverter drin. Ich weiß nicht, was jetzt stimmt, weil sich die Leute widersprechen, aber, und das ist vielleicht das Interessante für dich, wenn du ein Model 3 mit der maximalen Reichweite hast, es scheint so zu sein, dass das Upgrade zum Performance-Modell rein Software ist. Also vielleicht sogar in Zukunft, wenn Elon Musk mal wieder ein bisschen Geld braucht, per Software-Freischaltung zusätzlich buchbar. Nichtsdestotrotz, bei dem Angebot, was ich dir jetzt hier sage, ist es so, dass du das Long-Range All-Wheel-Drive mit Performance-Beschleunigung mit den 18-Zoll-Felgen bekommst. Und das Ganze ist in Schwarz, also es gibt auch nur Schwarz. Schwarz war die bisherige Standardfarbe und das kostet 54.390 Euro. Also wenn wir uns die Preise hier angucken, normalerweise kostet das 56.370. Du sparst also 1.980 Euro. Um es nochmal zusammenzufassen, dafür kriegst du nicht die Felgen, du hast nicht die Tieferlegung, du hast wahrscheinlich nicht den Carbon-Spoiler, aber du hast die höhere Beschleunigung und wenn du den Carbon-Spoiler nachkaufst, kann es sein, dass du dann auch auf 261 km/h freigeschaltet wird. Das weiß ich aber nicht sicher, das wussten die natürlich bei der Hotline auch nicht. Wie kannst du dort anrufen? Ganz einfach, auf der Tesla-Seite findest du die Kontaktdaten, dort kannst du dann den Verkauf wählen.
und sagen, dass du gerne ein Model 3 Performance kaufen willst, aber das mit der maximalen Reichweite und dem Performance-Paket. Wie gesagt, erwarte nicht, dass das Ganze jetzt flüssig abläuft. Ich habe aufgrund der Erfahrung, die ich mit dem Heckantrieb, maximale Reichweite und beziehungsweise die Zuschauer, die den bestellt haben, gehe ich davon aus, dass du wahrscheinlich Probleme haben wirst. Es wird also hin und her gehen, bis dann alles funktioniert. Es hat bei vielen funktioniert, bei einigen auch nicht. Das heißt, du musst wirklich ganz genau alles dokumentieren, was du machst. Also wenn die sagen, kaufe jetzt im Internet die maximale Reichweite, ruf dann an, dann filme das, wie du das machst, damit die Preise dort sind. Lass dir die Preise schriftlich vorher geben, damit es dann nicht nachher heißt, so nach dem Motto, ja, von dem Preis wissen wir nichts, denn da weiß nicht unbedingt A von B und umgekehrt. Also wenn du jemanden gefunden hast, der dir das Performance-Modell bestellen kann, dann lass dir das gleich alles schriftlich geben, damit es hier keine Probleme gibt. Nichtsdestotrotz finde ich das Angebot so interessant, deswegen habe ich dir das hier gegeben, denn du kriegst damit ein Model 3 maximale Reichweite mit der Performance-Beschleunigung ohne den Einschränkungen, also Tieferlegung, größere Reifen und kannst somit davon ausgehen, dass du eine ähnliche Reichweite wie das maximale Reichweite-Modell hast, aber entsprechend schneller bist. Ich hoffe, der Tipp gefällt dir. Vielleicht noch ein anderer Tipp für dich. Wenn du solche Informationen möglichst rechtzeitig bekommen willst, dann guck mal unter dem Video in die Beschreibungsbox. In der Beschreibungsbox findest du den Link zu unserer Telegram-Gruppe, wo solche Dinge zum Beispiel schon sehr frühzeitig diskutiert werden. Wir tauschen uns da aus, sind mittlerweile über 400 Leute, die wir uns da täglich austauschen. Wenn du den Kanal unterstützen willst, freue ich mich natürlich auch, wenn du dein Model 3, es muss nicht Performance sein, über meinen Link kaufst, den findest du auch in der Beschreibungsbox, dann kriegst du, aktuell sind es 1500 Kilometer zusätzliche Reichweite, zusätzliches kostenloses Superchargen, zusätzliche Reichweite wäre natürlich echt der Hammer, das kann ich dir leider nicht bieten, aber du kriegst 1500 Kilometer kostenloses Superchargen. Das gleiche kriege ich auch und wenn du kein Auto kaufen willst, dir das Video aber gefallen hat, du den Kanal unterstützen willst, teile das Video. Gib diesen Tipp weiter, damit auch andere das Performance-Modell so günstig zu diesen Konditionen bestellen können. Ich fasse nochmal zusammen. Es ist ein schwarzes Long-Range All-Wheel-Drive mit der Performance-Beschleunigung, den 18-Zoll-Felgen für 54.390 Euro. 54.390 Euro. Lass dir alles schriftlich geben, damit du das dann entsprechend auch belegen kannst, dass du dieses Modell zu diesem Preis gekauft hast und du dann nicht bei der Auslieferung oder bis dahin irgendwelche Probleme bekommst. Wenn du den Kanal unterstützen willst, klick hier auf das E-Auto im Point of Interest, werd mein Abonnent. Wichtig ist, die Benachrichtigung einzustellen. So kriegst du die Info, wenn ein neues Video online ist. Ich freue mich drauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, dein Dirk Henningsen.